Viel Spaß, Bühne frei. Vielen Dank. Eine Frage, hat zufällig jemand die Biografie von Steve Jobs gelesen? Oh, doch einige, sehr schön. Es gibt da ein Zitat, was ich sehr passend für meinen heutigen Auftritt hier fand. Das hieß, niemand hat Lust, lange Belehrungen oder Vorträge zu hören, aber jeder hört gerne eine gute Geschichte. Deswegen will ich Ihnen heute zwei Geschichten erzählen. Die erste handelt davon, warum ich mich vor fast einem Jahr für das Thema Verbesserungs- und Coaching-Routine begeistert habe. Und das zweite, was wir in dem einen Jahr Verbesserungs- und Coaching-Routine gelernt haben. Vorab nochmal kurz zur Erklärung. Kata heißt bei uns VRCR, Verbesserungs- und Coaching-Routine. Deswegen werde ich das Wort Kata jetzt zum letzten Mal sagen. Ich hoffe mal, dass für alle in Ordnung ist. Ja, ich gehöre zu der seltenen oder seltener werdenden Spezies von Führungskräften, die ihre Führungsaufgabe in der Organisation begonnen haben, in der sie auch als Mitarbeiter ihre Tätigkeit begonnen haben. Das hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass man im Laufe der Zeit viele Dinge lernt, man sammelt viel Erfahrung, kann ja nichts mehr aus der Bahn werfen, jedes Projekt und jedes Problem schon mal erlebt und gelöst. Der Nachteil ist, dass man bei all diesen Problemlösungen, die man ja alle aus der Vergangenheit schon kennt, ab und zu mal vergisst zu gucken, ob denn die Ursache dafür für das Problem immer noch die gleiche ist und ob in dieser Art und Weise dann auch die Lösung noch die entsprechend passende ist. Als ich vor 13 Jahren zum ersten Mal in eine Führungsaufgabe gekommen bin, hat mich ein Zitat sehr beeindruckt, weil dieses Zitat die Rolle der Führung und die Rolle der Führungskraft besonders betont. Vor einem Jahr, hatte ich dann auch ein ähnliches Aha-Erlebnis. Und zwar, als ich eingeladen war zu einem Strategieworkshop unserer Organisation. Ich denke mal, jeder kennt diese Art von Workshops. In dreitägigen Klausur setzt sich die obere Leitung zusammen, guckt sich an, was ist im letzten Jahr geleistet worden, was haben wir an neuen Zielen. In mehr oder weniger geschliffenem Englisch werden PowerPoint-Folien vorgetragen, während der einzige englischsprachige Kollege im Raum langweilt seine E-Mails abarbeitet. Insofern war für mich die Aussicht, an diesem Workshop teilnehmen zu können, jetzt nicht unbedingt so verlockend, zumal ich dann in der Agenda am Tag 2 einen Punkt fand, der hieß, warum brauchen wir gute Coaches? Okay, Coaches sagte mir zu diesem Zeitpunkt nicht allzu viel. Coaches kann ich aus dem Fußball, aber was sollte das mit unserer Arbeit zu tun haben? Und irgendwie stellte ich mir die Frage, das riecht doch irgendwie nach einem neuen Verbesserungsprojekt. Ja, da ist doch wieder irgendjemand auf die Idee gekommen, irgendwelche Dinge bei uns einzuführen. Und in den letzten Jahren habe ich an einer ganzen Reihe an Verbesserungsprojekten teilgenommen. Ich glaube, es hat nicht mal eine Minute gedauert, all die hier aufzuschreiben, die Sie jetzt hier an der Wand sehen. Und vielen dieser Verbesserungsprojekten ist eins gemeinsam. Sie kommen, bleiben, hinterlassen den einen oder anderen KPI und werden dann vom nächsten Verbesserungsprojekt abgelöst. Deswegen stellte ich mir die Frage, brauchen wir noch ein weiteres Managementsystem? Ich fuhr also zum Workshop. Zweiten Tag war dann der entsprechende Punkt, nahm im Plenum Platz in der Erwartung eines weiteren PowerPoint-Vortrags und plötzlich betrat ein junger Mann die Bühne mit wirrem Haar und bunt gemustertem Anzug, ohne den Beamer anzumachen, ohne Präsenter, einfach nur mit so ein paar Stiften in der Hand und fing an, Flipcharts zu bemalen. Er sprach dann davon, dass wir in der Vergangenheit ja viele Verbesserungsprojekte gestartet hätten, dass uns aber bei vielen dieser Projekte es nicht gelungen ist, das Übel bei der Wurzel zu packen, dass wir an vielen Stellen nur an den Symptomen herumdoktern, in langen Workshops ellenlange Loblisten generieren und anschließend dann gar keine Zeit haben, um alle diese Loblisten abzuarbeiten. Dann sprach er von einer neuen Methode, die es uns ermöglichen sollte, den Wandel beherrschbar zu machen. Gerade in der Energiewirtschaft, wer die Tagespresse und die Medien aufmerksam liest, ist vieles in Bewegung, Märkte ändern sich,
Ja. Vor diesem Hintergrund sagte er, es ist also wichtig, dass wir anfangen, Verbesserung in die Mannschaft zu tragen. Verbesserung nicht von oben aufdoktroyiert, sondern vom Mitarbeiter selbst. Und die Führungskraft sollte der Coach sein. Okay, da war dieses Wort Coach. Und irgendwie hatte der Kollege recht. Irgendwie war das spannend, interessant, weil Coach sollte nicht irgendjemand sein, der von außen zu uns kommt und uns irgendwas erzählt über unsere Arbeit, sondern wir selbst sollten Coach sein. Unsere Führungskräfte sollten unsere Coaches sein. Und insofern war die ganze Sache sehr interessant. Führen mit Verbesserungs- und Coaching-Routine, nicht einfach irgendein Projekt starten. Und dann kam irgendwann noch der entscheidende Satz, diese neue Methode, wenn wir die regelmäßig anwenden, wenn wir daran lange arbeiten, dann erreichen wir eine neue Führungskultur. Ja, und in diesem Augenblick macht es bei mir Klick, denn da war das Thema Führen, was mich ja schon in meinem ersten Zitat sehr interessiert hat, und der junge Mann hatte mich. In der Pause ging ich dann zu ihm hin, ging schnurstracks auf ihn zu und sagte ihm, du, wo kann ich mich denn hier anmelden? Er sah mich überrascht an, denn er hatte eigentlich eher so einen Spruch in der Art, naja, netter Versuch, kennen wir ja alles schon, erwartet. Um ihm die Angst zu nehmen, bot ich ihm dann das Du an und wir sprachen noch so ein bisschen über all das, was noch kommt. Und er sagte, na pass mal auf, das wird noch spannender, nach der Pause geht es noch weiter. Nach der Pause betrat dann der Leiter unserer Organisation die Bühne, sprach über die Wichtigkeit dieses Programms, sprach darüber, dass die Kollegen in der Fertigung ja schon seit mehr als 2 Jahren unterwegs waren und wir jetzt als letzte Organisationseinheit hier nachziehen müssten, dass man aus den Erfahrungen der Einführung in der Fertigung gelernt hätte und wir diesmal nicht in der Breite einführen, sondern dass wir in einer Abteilung die Einführung natürlich über die komplette Hierarchieebene durchführen wollen und dass dort eine Art Expeditionsteam gegründet werden soll, um dort als Speerspitze zu dienen und es dann anschließend dieses Programm in die Breite zu tragen. Dann kam die entscheidende Frage an den Kreis der versammelten Führungskräfte. Wer möchte das machen? Wer möchte mit seiner Abteilung denn vorangehen? Ja, Totenstille im Saal natürlich. Ja, jeder guckte irgendwie in seine Unterlagen, versuchte sich irgendwie unsichtbar zu machen. Über den Köpfen konnte man förmlich sehen, nicht bei mir, keine Zeit, kein Personal, keine Kappa. Und bei mir im Kopf ging irgendwie nochmal die Frage hoch, die ich mir am Anfang gestellt hatte, brauchen wir ein weiteres Managementsystem? Und irgendwie hatte ich die für mich schnell beantwortet, denn der junge Kollege hatte mich überzeugt und ich sagte, okay, nicht vielleicht, nicht nein, sondern ja, wir brauchen das. Und wie im autogenen Training wurde mein Arm plötzlich leicht und ging nach oben. Ungläubiges Staunen im Saal, wie gesagt, ich kann mich noch an den erstaunten Blick von unser aller Chef erinnern, der dann sagte, wollt ihr das machen? Ja, er war so ein bisschen überrascht. Ich sagte, ja, Thomas, ja, wir machen das. Ja, das war jetzt vor fast einem Jahr, jetzt ist der Ball in unserem Feld, wir müssen ihn jetzt irgendwie ins Tor tragen und das ist meine erste Geschichte. Jetzt werden Sie sich fragen, warum erzählt er uns hier so eine Geschichte? Die Quintessenz ist eigentlich, wenn ein junger Mensch mit wirrem Haar und buntem Anzug in der Lage ist, so einen alten Hasen wie mich davon zu überzeugen, dass wir neue Methoden brauchen in der Führung und neue Dinge bei uns einführen müssen, dann müsste das eigentlich jeder von Ihnen und überall auch hinkriegen. So, die zweite Geschichte handelt davon, was wir in dem einen Jahr erlebt haben. Wir gründeten also unser Expeditionsteam. Wir wussten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass der hier leicht verschlungene Pfad eigentlich viel zu einfach dargestellt ist und der Berg viel zu niedrig. Aber wir sagten, okay, wir wollen das machen, wir wollen das tun. Wir hatten unsere Vision, wir hatten unsere Herausforderung, wir hatten einen Zielzustand und einen Fahrplan. Wir überlegten uns, dass das Team aus der kompletten Hierarchiestufe, also über 4 Hierarchiestufen bestehen sollte, noch 2 Kollegen von einem externen Bereich und so waren wir mit 7 Leuten unterwegs. Wir wollten 7 Verbesserungsprojekte durchführen, eine zweite Welle starten im Juni und uns mit der Entwicklung von längerfristigen Zielen beschäftigen.
Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass die ganze Sache nicht ganz so einfach ist und dass besonders in der Administration einige Dinge auf uns lauern, die schwierig sind. Da war zuerst mal das Thema Ziele. Ziele zu finden in administrativen Bereichen, die man auch messen kann, ist recht schwierig. Ich meine, in der Fertigung ist halt relativ klar, wir wollen 40 Gasturbinen im Jahr brauchen, dazu brauchen wir 40 Läufer, dafür brauchen wir eine bestimmte Anzahl an Turbinenschaufeln, an Gehäusen und so weiter. Das ist also von der Zielstellung her relativ einfach. Bei uns war das schon mal schwierig, entsprechende Zielzustände zu definieren. Ups. Beim Thema Prozess, auch da haben wir am Anfang ein paar Probleme gehabt, da werde ich nachher nochmal tiefer drauf eingehen. Der Mensch im Büro ist ein besonderer, er unterscheidet sich von dem in der Fertigung. Informationen sind in verschiedensten Arten irgendwo versteckt, die muss man irgendwo finden. Und wir haben eine ganze Menge Hürden, die vielleicht nicht nur im administrativen Bereich, sondern auch im Fertigungsbereich auftreten. Über die drei Punkte möchte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Als wir von unseren ersten Trainings kamen, Spaghetti-Türme gebaut hatten, Dominosteine bewegt hatten, war das sehr spannend. Aber wir wollten langsam was tun und dann ging es los, sucht euch Prozesse aus. Relativ schnell hatten wir in der Gruppe mindestens zwei DIN A4 Seiten mit entsprechenden Dingen und Prozessen vollgeschrieben, die wir schon längst mal lösen wollten. Da ein Problem, dort ein Problem, alles mit drauf auf die Liste. Und wir waren richtig stolz, dass wir so viele Dinge gefunden hatten. Und dann kam Sebastian, ja, der junge Mann mit dem wirren Haar und dem bunt gemusterten Anzug mit so einem kleinen Formblatt und sagte, nun gucken wir uns doch mal an, wie sehen denn eure Prozesse aus? Ja, sind die messbar? Sind die wiederholbar? Sind die sichtbar? Sind die kurzzyklig? Ja, und auf einmal waren ungefähr 95% der Prozesse, die wir uns aufgeschrieben hatten, überhaupt nicht tauglich, um überhaupt an diesen Prozessen zu arbeiten. Irgendwann hatten wir dann aber 4 Business-Prozesse und 3 Admin-Prozesse identifiziert. Die Kollegen, die sich dort im Business-Bereich bewegt haben, schauten so ein bisschen verächtlich auf die Kollegen, die sich da solche Themen wie Outlook-Kalender optimieren nach Regelmeetings, Vertreterregelung für Werkstudenten und die Rückmeldung von Fehlzeiten im SAP-System zu optimieren, das ausgesucht hatten. Wir fingen dann an, die ersten Coachings zu machen und machten auch regelmäßig, besonders in den Admin-Prozessen, nächste Schritte. Wobei irgendwann der Kollege, der sich den Prozess ausgesucht hatte, oh, wenn ich diese Frage jetzt auch noch an meine Teamassistentin stelle, dann bringt sie mich um, sagte. Wir hatten aber dann die Erfahrung gemacht, nach einer gewissen Zeit, dass es bei den Business-Prozessen immer schwerer wurde, überhaupt noch voranzukommen. Das heißt, wir haben gerade mal bei einem von diesen 4 Prozessen den Zielzustand erreicht. Ein Prozess läuft im Moment noch, was jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür ist, dass das der Richtige war, den wir uns da ausgewählt haben. Einen haben wir komplett eingestellt, weil wir es nicht geschafft haben, ja, irgendein Messsystem zu entwickeln. Und der eine, der läuft im Moment leider nicht ab, deswegen hilft es da auch nicht weiter dran zu arbeiten. Also eher suboptimal. Bei den Admin-Prozessen haben wir bei allen 3 Prozessen den Zielzustand erreicht. Die Kollegen konnten regelmäßig trainieren und konnten dort ja, sowohl in der Rolle des Verbesserers als auch in der Rolle des Coaches gute Erfolge erreichen. So, unsere Erkenntnis an der Stelle für jeden, der im administrativen Bereich solche Dinge einführt, die Prozessauswahl ist sehr wichtig und es ist sicherlich hilfreich, sich einfache Prozesse auszusuchen, an denen man erstmal üben kann. Ja, nicht nur Teamassistentinnen hegen manchmal Mordgedanken, wenn man ihnen zu sehr auf die Pelle rückt. Beim Thema Mensch ein Beispiel aus dem Bereich unserer Projektmanager. Projektleiter und Projektmanager sind ja ganz besondere Menschen, ja, technisch hochspezialisiert, immer für ihr Projekt da, immer engagiert, bereit, jeden Prozess zu umgehen, bloß um ein Teil rechtzeitig auf die Baustelle zu bringen. Und sie sind auch noch eins, sie sind eigentlich ständig überlastet. Ja, viele Themen, die bei den Kollegen platziert werden, führen dazu, dass sie ständig irgendwie umdenken müssen. Viel geistige Rüstzeit.
Ja, die Kollegen sagen, ich komme morgens zur Arbeit, nehme mir irgendwas vor. Am Ende des Tages habe ich gearbeitet, eigentlich länger als ich sollte, aber das, was ich mir am Anfang des Tages vorgenommen hatte, habe ich nicht geschafft. Das führt dazu, dass Eskalationen oft erst über Rückmeldungen des Kunden bei mir gelandet sind. Und wir haben uns gesagt, das ist ein Zustand, der so nicht passt. Und haben angefangen, nach einem Messsystem zu suchen. Da gab es nur eine einzige Kennzahl, das war die Liefertreue am Ende des Projektes, nach 12 Monaten Projektlaufzeit. Ja, zwischendurch gab es da keinerlei Messzahlen. Ganz anders in der Fertigung. In der Fertigung kontrollieren wir alle 14 Tage den Stand der Abwicklung der Maschinen. Da wird eigentlich jederzeit es möglich sein, Teile zu identifizieren. In der Werkstatt, wenn man runtergeht, die Teile wandern von A nach B. Im ganzen Verlauf des Projektes hat man da eigentlich ständig eine Überwachung und ist ständig in der Lage, Auskunft zu geben. Beobachtungen, ich sage mal, so einen Projektmanager zu beobachten, während er arbeitet, ist nicht ganz so einfach. Während in Fertigungsbereichen REFA-Studien und Rückmeldungen über das SAP-System gang und gäbe sind. Um die Gruppendynamik so ein bisschen aufzulösen bei diesen 6 Projektmanagern, haben wir also angefangen, mit ihnen Interviews zu führen. Interviews durch eine neutrale Person. Ja, das war natürlich wieder Sebastian, unser Kollege mit dem wirren Haar und dem bunten Anzug. Wir fanden dann einige Muster. Projektmanager machen bestimmte Dinge gleich. Aber aufgrund der Individualität jedes Einzelnen haben sie doch manche Dinge anders gemacht, sodass wir noch nicht wirklich genau dort an die Wurzeln der Probleme gekommen sind. Und haben jetzt seit ca. 8 Wochen eine sogenannte Inforunde etabliert, wo die Kollegen zweimal in der Woche ihr Top-Thema des Tages platzieren können. Auf diesem improvisierten Shopfloor-Board. Wie gesagt, wir sind da gerade erst am Ausprobieren. Ihr Top-Thema des Tages mit Ursache, Wirkung und Eskalationsbedarf. Das wird relativ gut angenommen. In der letzten Woche saß ich bei mir im Büro, auf einmal stürmte einer meiner Projektleiter rein, ein bisschen außer Atem, und rief: Ich kann heute an eurer Runde nicht teilnehmen, ich habe einen Kundenbesuch. Ich dachte, okay, schade. Aber dann zog er so einen kleinen gelben Klebezettel raus und sagte: Hier ist mein Thema für die Runde. Abgesehen davon, dass er es noch nicht verstanden hatte, dass das eigentlich ja seine Runde war, fand ich es doch bemerkenswert, dass er wenigstens seinen Zettel mitgebracht hatte, sodass wir an der Stelle sagen können, wir versuchen jetzt eine Vertrauensbasis mit den Kollegen zu schaffen. Wir versuchen bei ihnen selbst den Bedarf für das Messsystem zu wecken und mit anschließend dann mit ihnen zusammen zu entwickeln. So, Thema Hürden, ich habe es mal Tal der Tränen genannt. Bei jedem Projekt ist es ja so, dass irgendwann mal so diese erste Anfangseuphorie verfliegt. Im Sommer kam wie immer die Urlaubszeit und bei uns am Standort gibt es noch ein zweites Projekt. Ja, ich sage mal so, von den Dimensionen sind wir mit unserem VRC ja die Cessna, während die Kollegen im A380 unterwegs sind. Da weiß man, wer dort Vorfahrt hat, und im Juli, August wurden uns halt die Hälfte des Expeditionsteams dort in Workshops abgezogen mit absoluter Anwesenheitspflicht. Die gehen jetzt noch so bis Dezember. Wir standen also ein bisschen im Regen, waren nicht so richtig motiviert. Rettung nahte dann in Form eines Trainings mit unserem externen Coach, Thilo Schwarz. Wir gingen da also mit hängenden Köpfen und hängenden Ohren rein, und Thilo war wie immer ganz entspannt und sagte: Na, lasst uns das doch einfach mal mit VRC regeln. Zielzustand, aktuelle Situation, welche Hindernisse haben wir, und wir kamen relativ schnell dazu, dass wir auch einen nächsten Schritt machen konnten. Wir gaben uns einen neuen Arbeitsmodus im Team, wir führten feste Coach- und Verbesserer-Beziehungen ein. Das hat uns ermöglicht, in unserem Verbesserungsband, was wir schon hatten, die Coachings flexibel zu gestalten, sodass jeder, der auch mal zu seinem normalen Coaching-Zeitpunkt nicht kommen konnte, dann einen anderen Zeitslot bekam. Teilweise haben wir die auf den Nachmittag verlegt. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass wir einen nie gesehenen Anstieg an Coaching-Zyklen und an wertschöpfenden Coachings erlebt haben. Teilweise sind von 12 Coachings, die möglich waren, auch alle 12 gemacht worden. Das ist in der Vergangenheit eher nicht so eingetroffen.
Unsere Erkenntnis war, wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns nicht mehr in unserem kleinen Expeditionsteam weiter bewegen können. Wir müssen jetzt mal ein bisschen raus. Ja, wir müssen uns aus dem Team herausbewegen. Wenn wir das ins Tagesgeschäft integrieren, dann ist das alles viel einfacher. Deswegen unsere nächsten Schritte. Wir wollen also jetzt unser Expeditionsteam verstärken. Und wir wollen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Dass wir immer in einer Lernphase sind, wissen wir, aber wir wollen irgendwie besser werden und wollen dort neue Erkenntnisse gewinnen. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ach so, ja, ein Thema war ja noch, wer den Flyer aufmerksam gelesen hat, der hat darüber gelesen, dass ich hier irgendwas über das Tintenfleckprinzip erzählen möchte. Als man mich so vor 9 Monaten gefragt hat, ob ich hier auftreten möchte und ich dann noch leichtsinnigerweise noch Ja gesagt habe, kam am nächsten Tag gleich die Frage, worüber möchten Sie denn reden? War mir natürlich noch total unklar, worüber ich reden möchte, aber wir hatten in einem unserer letzten Coachings eine Metapher, die darüber handelte, wie eine Organisation aufgebaut ist oder wie die sich anfühlt, die so vollkommen unvorbereitet für Neuerungen ist. Glatt, ja, und abweisend wie ein Stück Plaster. Wenn man da Tinte drauf tropft, ja, dann perltet alles ab und wird dort nicht haften bleiben. Wenn man aber mit Maßnahmen, wie wir sie jetzt gerade machen, nämlich mit Initiativen und mit voller Unterstützung der Führung daran arbeitet, diese Oberfläche so ein bisschen aufzurauen, dann hoffen wir, dass wir irgendwann mal den Zustand erreichen, dass das so aussieht, als wenn man Tinte auf ein Löschblatt tropft und sich das dann entsprechend ausbreitet und irgendwann die komplette Organisation überflutet. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.